Ich finde es auf jeden Fall den richtigen Schritt. Die Atomenergiedebatte ist eigentlich schon längst durch und die Tatsache, sie jetzt nochmal künstlich aufleben zu lassen, ergibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Auch aus technologischer Perspektive. Und wenn die FDP dann mit Technologieoffenheit ankommt, ist das total scheinheilig. Es geht offensichtlich nur um Stimmenfang. Also ich finde das nicht gut, weil das immer auch noch eine Energiequelle war. Und zum anderen, ich bin kein Fachmann, aber wenn alle anderen Staaten der Welt es anders machen und wir halt die Einzigen sind, die aus der Atomkraft und aussteigen, dann halte ich das für bedenklich. Das ist also eine laienhafte Meinung, ich weiß. Aber mir kommt es wirklich so vor, als wenn wir auf der Autobahn gegen die Mehrheit fahren. Also ich denke, dass das Blödsinn ist, die zu schließen. Wir kaufen die Energie sonst aus dem Ausland ein, wo auch mit Atomkraft gearbeitet wird. Und ich glaube, dass es sinnvoll wäre, die noch länger zu betreiben.